Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Lumina 3 Tutorial werde ich dir an zwei Beispielen zeigen, wie ich Augenoptimierung bei einer Porträtretusche durchführe. Viel Spaß mit dem Video. Wenn du mehr zum Thema Bildbearbeitung sehen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Kanal. Hier gibt es regelmäßig Videos rund um das Thema Bildbearbeitung. Anhand dieses ersten Beispiels möchte ich dir jetzt zeigen, wie man diese rötlichen Augenpartien in ein natürliches, schönes Weiß verändert. Dafür muss ich mir als allererstes hier mal eine neue Nachbearbeitungsebene hinzufügen und als nächstes die beiden Filter Sättigung und Dynamik und ganz unten bei den Werkzeugen Belichtung hinzufügen. Der nächste Schritt, den ich jetzt durchführen werde, ich werde einmal ins Bild reinzoomen, so dass ich das dann halt auch sehe, was ich hier mache. Das darf auch recht ordentlich sein von der Vergrößerung. Ja, ich sag mal so 100% passt ganz gut. Und dann werden wir diese gesamte Nachbearbeitungsebene in eine Pinselmaske ändern. Als nächstes werde ich hier einmal überprüfen. Weichheit kann so bleiben, Deckkraft kann so bleiben, aber die Größe, die müssen wir hier etwas anpassen. Hier würde ich sagen, so ein Wert um die 50 passt hier ganz gut. Dann haben wir Malen aktiviert und müssen uns jetzt auch noch einmal die Maske aktivieren, damit wir sehen, was wir denn jetzt hier auch ausmalen. So, und dann können wir anfangen und können hier über unser Augenweiß oder über diese rötlichen Stellen im Auge drüber wegzumalen. Mit der Alt-Taste, nein, mit der Shift-Taste könnt ihr die Größe des Pinsels nochmal verändern um dann hier auch an die Ecken zu kommen. Hier ist es auch nicht schlimm, wenn ihr hier über die Iris oder hier unten über die Augenränder bzw. hier über die ähm, Lidschatten hätte ich jetzt beinahe gesagt über die Lider drüber malt. Das können wir gleich mit dem Radieren dann wieder ausbessern. Wichtig ist, dass das hier eine schöne Gleichheit von der Maske erzeugt. Jetzt können wir hier über Radieren und können das Ganze hier, was wir nicht ausmalen wollen, uns wieder wegradieren. So, das wäre hier, das wäre hier. Und was ganz wichtig ist, die Iris wollen wir hier auch nicht verändern. Die soll so bleiben, wie sie ist. So, und dann sieht das hier doch schon mal ganz gut aus. Und dasselbe werden wir jetzt hier drüben machen. Hier muss ich mir allerdings malen, wieder aktivieren. Gehen wir hier drüber, machen den Pinsel etwas kleiner und können jetzt hier wieder auf Radieren wechseln und können dann die Iris hier wieder aussparen. So sieht das schon ganz gut aus, dann gehen wir hier auch noch mal drüber, dass die Augenwimpern sich nicht verändern, denn das wollen wir ja nicht. Hier unten das passt eigentlich ganz gut. Hier können wir noch mal ganz minimal drüber gehen. Jetzt müssen wir hier noch mal nachmalen, denn da habe ich aus Versehen dann doch wieder ein bisschen weiß erwischt. Ihr seht, das ist auch ein bisschen Fummelarbeit. Da muss man dann halt auch mal ein bisschen Zeit investieren, dass das dann halt auch wirklich gut aussieht. Aber ich denke, so können wir das jetzt erstmal lassen. Gehen jetzt hier wieder auf eine größere Ansicht. Ziehen uns mit gedrückter Leertaste und der linken Maus das Bild an die Position, wie wir es haben möchten werden jetzt hier die Maske deaktivieren, denn wir wollen ja sehen, was wir hier machen und werden als erstes Mal bei der Sättigung und Dynamik anfangen, den Sättigungsregler ins negative zu ziehen, denn dadurch verändert sich in dem Bereich, wo wir die Maske eingezeichnet haben, von Farbe nach schwarz-weiß und das ist ein Effekt, den wir ja hier erzeugen wollen, wir wollen das rot abschwächen im Auge und können dann hier auf den Wert von, ja, sagen wir mal so zwischen minus 50 und minus 60 wechseln. Dadurch bleibt ein bisschen Rot im Auge erhalten, was die Natürlichkeit einfach darstellt. Und können jetzt gleich mit der Belichtung dafür sorgen, dass die Augen oder dass das Weiß im Auge so ein bisschen zum Leuchten wird. Das dürfen wir aber nicht zu extrem hochziehen, denn ihr seht, wenn man das übertreibt, dann sieht das so aus und es wird zu einem absolut unnatürlichen Aussehen. Wenn man dann in den Vollbildmodus wechselt, dann sieht das so aus. Das wollen wir auf keinen Fall. Deshalb hier ist auch Vorsicht geboten, was wir da machen. Und hier ist ein wirklich sehr geringer Wert von, ja, das ist vielleicht sogar noch zu viel. Ja, sagen wir mal so 0,3 Belichtung plus 0,3. Sieht hier ganz gut aus. Wir können jetzt einmal die Nachbearbeitungsebene uns ausblenden. Von da sind wir gekommen und da sind wir hingewandert. Und ich finde, das ist ein deutlicher Unterschied. Das Ganze wirkt deutlich schöner. Das ist ein Weiß im Auge, wie man sich das eigentlich auf Bildern wünscht und wie man es auch ganz, ganz oft sieht. Natürlich habe ich jetzt nicht 100% akkurat gearbeitet, sonst hätte das mit dem Ausmaskieren noch eine ganze Ecke länger gedauert. Vom Prinzip her sollte es euch aber klar sein, was ihr da machen müsst, um das Augenweiß von einem rötlichen Auge in ein schönes Weiß zu verändern. Ja, anhand eines zweiten Beispiels werde ich euch jetzt noch die Iris-Optimierung zeigen. Dafür muss ich einmal hier oben auf Fertig klicken und kann dann. Das zweite Bild aufrufen. Das ist dieses Bild. Und auch hier werde ich mir eine neue Nachbearbeitungsebene jetzt gleich erstellen, sobald das Bild geladen ist. Ihr seht, es dauert auch bei mir immer ein bisschen, bis ein Bild komplett geladen ist. Hier werden wir eine neue Nachbearbeitungsebene erstellen. Wir werden uns ebenfalls den Filter Belichtung und Auch Sättigung und Dynamik hier ins Bild laden und können jetzt wieder ins Bild reinzoomen. Das ist vielleicht ein bisschen viel uns ja nicht übertreiben, das ist zu wenig, aber so passt das schon ganz gut. An dieser Stelle möchte ich sagen, das ist die Iris für die, die es nicht wissen, und die werden wir jetzt auch noch mal so ein bisschen zum Leuchten bringen. Dafür werde ich mir diese Nachbearbeitungsebene ebenfalls wieder als Pinselmaske anlegen. Man könnte es eventuell auch als Radialmaske, das Problem bei den Radialmasken ist, dass man dann hier wirklich sehr groß vergrößern muss, damit man halt auch diesen Effekt nach außen dann bekommt, das ab hier der Effekt der Radialmaske dann nicht mehr wirkt. Sonst hat man, wenn man jetzt hier die Sättigung zum Beispiel anhebt, auf einmal auch hier in dem Bereich noch eine Verstärkung der Sättigung. Das möchte ich natürlich nicht erzeugen. Deshalb habe ich mich wie so oft für den Pinsel entschieden. Werde hier allerdings auch wieder die Größe ändern. Deckkraft und Weichheit können wir so lassen. Werden das Ganze hier so bei 40 jetzt lassen. Malen natürlich. Die Maske werden wir uns wieder anzeigen lassen, denn ich möchte ja sehen, was ich da mache. Und ich werde noch ein Ticken größer vergrößern und die Augen dann an die richtigen Positionen setzen, so dass ich hier arbeiten kann. Was ich hier nicht verändern möchte, ist die Pupille selber hier dieses Schwarz. Das möchte ich nicht verändern. Ich möchte nur ringsherum das Ganze etwas aufhellen und zum Leuchten bringen dafür male ich mir jetzt die Iris hier ein und auch hier müssen wir wieder gucken, dass das alles etwa in der gleichen Stärke aussieht. Hier das werden wir gleich wieder mit dem Radieren wegmachen. Hier muss ich noch mal drüber gehen damit das in etwa gleich ist wie auf dem anderen Auge. Jetzt gehen wir einmal auf Radieren, gucken, dass wir die Ränder hier wegbekommen. Hier haben wir etwas stärker gefuscht, sage ich jetzt mal. So können wir das lassen. Können wir uns das Ganze ausblenden. Und jetzt werde ich als allererstes mal die Belichtung Leicht anheben, auch hier ist wieder mit sehr viel Vorsicht zu arbeiten. Ihr seht, wenn man es übertreibt, dann sieht das absolut unschön aus. Das wollen wir nicht. Ich werde einmal kurz rauszoomen, damit ihr seht, was ich meine. Ähm, es ist natürlich Geschmackssache. Ich weiß vom Model her, dass sie das überhaupt nicht toll findet, wenn das so extrem aussieht, weil es halt deutlich nach künstlich aussieht. Das wollen wir nicht. Wir wollen das in einem natürlichen Look lassen. Das heißt, das Ganze sollte sich hier irgendwo so zwischen, ja, sagen wir mal 0,2 Belichtung oder plus 0,2 bei der Belichtung. Und wenn ich jetzt hier einmal ausblende, sieht man schon alleine dieses minimale Aufhellen der Augen führt schon zu einem deutlichen leuchtenden Effekt im Auge. Und das ist ja das, was wir erzeugen wollen. Jetzt werden wir hier wieder etwas reinzoomen, denn ich möchte auch an der Sättigung noch ein bisschen was verändern. Ich möchte, dass das Ganze ein bisschen kräftiger ist, dass hier dieses ähm, ja, Braun oder Grün sich etwas verstärkt. Dafür können wir die Sättigung anheben. Wenn wir das übertreiben, ihr seht, auch das ist wieder so ein absolut unnatürlicher Look. Aber wenn wir das hier so bei 12, na das ist zu viel, aber wenn wir das bei 12 stehen lassen, passt das schon ganz gut. Die Dynamik können wir auch etwas leicht anheben, können wir ähnlich den Wert der Sättigung anpassen. Und dann zoomen wir noch einmal raus und ich blende den Filter jetzt mal aus. Ihr seht, das ist nicht viel, was da passiert. Ich zoome noch mal etwas näher ran, dann sollte man das etwas besser erkennen. Dass sich da in der Sättigung minimalst was tut, das ist nicht viel, aber es ist eben genau den Effekt, den ich erzeugen möchte. Und wenn ich jetzt einmal den kompletten Nachbearbeitungs- oder die komplette Nachbearbeitungsebene einmal ausblende, dann sieht man hier einen deutlichen Unterschied. Aber das Ganze bleibt in einer natürlichen Art und Weise bestehen, dass man halt nicht sagt, okay, das wirkt absolut unnatürlich. Was man jetzt noch machen kann, wenn es einem zu viel ist, man kann auch die Deckkraft des kompletten Filters einfach hier über diesen Regler herabsetzen. Und ich sage mal, wenn man sagt, okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel gewesen, ich möchte das noch ein bisschen anpassen, dann kann man an diesem Regler hier vielleicht den Wert auf 70 stellen blendet sich das Ganze einfach noch mal ein und aus und ich finde das ist ein sehr natürlich wirkendes Bild eine sehr natürlich wirkende Irisoptimierung und ich muss sagen das gefällt mir so sehr gut das Ganze können wir jetzt hier oben einmal bestätigen und dann haben wir diesen Filter angewendet ja auf diese Art und Weise optimiere ich die Augen bei meiner porträtretusche mich würde mal interessieren kannst du diese Techniken machst du das ähnlich oder ist dir das komplett neu? Das würde mich mal interessieren. Das kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich bin am Ende des Videos angekommen. Hoffe natürlich, dass dir das Ganze gefallen hat und du einige nützliche Tipps und Tricks für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdest. Wenn das jetzt das erste Video sein sollte, was du dir von mir anschaust, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Infoglocke zu aktivieren. Jedes Mal, wenn ich dann ein neues Video hochgeladen habe, bekommst du eine Information darüber. Bist du jetzt auf den Geschmack gekommen und möchtest ebenfalls mit diesem Programm mal arbeiten? Dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen Link hinterlegt, über den du das Programm beziehen kannst. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Du musst nicht mehr dafür bezahlen. Ich bekomme aber eine kleine Provision, wenn du über diesen Link dir das Programm zulegst. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, hoffe du schaust auch mal bei meinen anderen Videos vorbei, wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen und freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ciao.